Die 20 cm Neuschnee über Erfurt haben mir überhaupt keine Sorgen gemacht. Etwas langsam fahren, die Straße war soweit frei, wenig Autos und ich bin hier zum Club gekommen. Heute liegt an die Frontkniebeuge mit einer Spitze und weil ich eben hochgehe, wird es heute keine Nebenübung geben. Und wer jetzt nicht Schnee schütten muss, der darf sich mein Training anschauen. Hallo Leute, ich grüße euch, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und nach dem Warm-up geht's ran ans Eisen. Das schwere Eisen erwartet mich heute. Letztens angeschrieben worden von jemandem auf Fratzebuch, also Facebook, ich soll die Tiefkniebeuge sein lassen, weil dadurch geht das Kniegelenk kaputt und in ein paar Monaten würde ich dann einen schweren Schaden davon haben. Ja, ich soll halt die Finger von der Tiefkniebeuge lassen. Gut, das konnte ich natürlich nicht so auf mir sitzen lassen, mit meiner 30-jährigen Powerlifting-Erfahrung sowieso nicht. Also habe ich zurückgeschrieben, dass jedes Gelenk die volle Bewegung machen muss, damit das Gelenk A gesund bleibt und die Muskulatur gibt das ja her, also die Kraftentwicklung, gerade jetzt speziell Kniebeuge, auch entwickelt werden kann. Also mit halben Kniebeugen, vergiss es, da machst du nämlich mehr Schaden, als dir überhaupt bewusst ist. Gut, was kommt bei der Tiefkniebeuge noch zugute? Die Kniegesundheit, die Kraftentwicklung und, das ist der entscheidende Punkt, durch die volle Bewegung wird der Meniskus, der ja wie so sichelförmig um den Oberschenkelknochen angewachsen ist, der wird gleichmäßig belastet und nicht einseitig wie bei der Halbkniebeuge. Die Bänder, die Sehnen, die werden auch dadurch stabilisiert und können eben die Tiefkniebeuge verkraften, wenn es mit der Belastungsgestaltung ordentlich dahergeht. Was macht das Kniegelenk kaputt? Ich habe Ihnen geschrieben, dumpfe Schläge. Schau dir an Fußballer, schau dir an Handballer, Leichtathletik, Sprünge. Die machen die Knie wirklich zu Schrott. Und mit 30, 35 Jahren, 40 vielleicht sogar, da sind die alle platt auf den Knien. Da ist zu vergleichen wie mit dem Fliesenleger, Fußbodenleger oder dergleichen. Das ist dann wirklich kaputt. Und wenn schweres Training mit den Beinen gemacht wird, Kniebeuge, Frontkniebeuge, Beinpresse, wie auch immer, dann muss natürlich auch eine Verletzungsprophylaxe gemacht werden. Habe ich nie in meinen Videos gezeigt, ist von der Sache her auch ganz einfach, die Verletzungsprophylaxe. Also vorbeugend, ich setze mich zu Hause auf einen erhöhten Stuhl und lasse einfach die Beine baumeln. Ganz einfach, sieht lustig aus, hat aber den Effekt, das Knie bewegt sich ohne Belastung und das, ich sag mal, das Kniewasser, die Gewebsflüssigkeit, die geht in jede Ecke hinein, spült die Nährstoffe raus, die verbraucht worden sind und bringt neue in den Knorpel mit hinein. Der Knorpel ist fast totes Gewebe, funktioniert wie ein Schwamm und saugt eben die Nährstoffe auf, hat kaum Blutgefäße und ist daher auch sehr schwer in der Regenerierung, außer man macht eben diese verletzungsprophylaktischen Sachen. Kann jeder machen, der lange steht, lange laufen muss, Treppe hoch, Treppe runter und dergleichen. Das gehört einfach mit
zur Kniegesundheit. Weiß keiner, und wenn es weh tut, wie ist der Weg? Es geht zum Arzt, der verschreibt eine Salbe. Wenn es nicht weggeht, geht es zur Physiotherapie. Und wenn es da nicht hilft, was nun? Ist halt kaputt, wird gesagt, und das war's gewesen. Also Leute, wenn man schon jemanden belehren möchte, einfach mal Fachartikel lesen, Sportbiologie, Bewegungslehre und so weiter und so fort. Da steht soweit alles drin. Es gibt auch sehr gute Internetseiten, wo man das nachlesen kann. Aber hier plumpe Behauptungen, die man irgendwo gelesen und gehört hat von irgendjemandem, vergiss es. Keine Informationsquelle für mich. Also, ich bin zufrieden. Alles lief super, keine Probleme, und die 110 waren recht locker, auch mit der langen Hockpause. Da hätte ich noch bestimmt 2, 3 oder sogar 4 Wiederholungen machen können, aber es ist nicht der Plan und ich habe alle Zeit der Welt. Die schweren Gewichte, die kommen eh erst später. Gut, Freunde, jetzt werde ich wieder nach Hause fahren, beziehungsweise nach Hause schlittern, und dann geht's ab in meine Küche. Ich verbleibe mit schönen Grüßen an euch allen da draußen, und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn ich hier im Club bin und meinen Rücken trainiere. In diesem Sinne, macht's gut, euer Uwe.